Hallihallo, heute mal ein vollkommen unbekannter Desktop. Das ist Pingui OS 11.10 i686 Version Kernel 3.0.0.13 Generic. Das ist quasi ein Ubuntu-System, aber von jemand, ich sag mal, privaten modifiziert. Und das ist auch der Grund, warum ich es mir nicht selber installiert habe. Das Ganze läuft hier in einer virtuellen Maschine. Ich wollte schon fast installieren, aber aus einem Grund habe ich es bei mir nicht installiert. Gut, wie ihr seht, haben wir hier ein Ubuntu-System, ganz normal, und können dort auch zum Beispiel Systemwerkzeuge und im Ubuntu Software Center, das ist dort auch gibt, wie beim normalen Ubuntu-System, mal schauen, welche Paketquellen installiert sind oder beziehungsweise hier erscheint ja hier oben nicht das entsprechende Menü. Da gehe ich mal hier in die bereits voreingestellte Synaptik-Paketverwaltung. Wo waren die jetzt noch? Synaptik-Paketverwaltung. Gut, da gebe ich das Passwort ein. Passwort. Sehr sicheres Passwort. So, unter Einstellungen, Paketquellen, andere Software. Wie gesagt, hier sind verschiedenste Paketquellen hinzugefügt. Die können sicher sein, aber ich würde es nicht installieren. Jetzt kommen erstmal Linux Mint Paketquellen. Das ist alles irgendwie okay, aber Learn Free EU kenne ich zum Beispiel gar nicht. Dann gibt es wieder welche. Die kenne ich, zum Beispiel Tularix, da ist Ubuntu Tweak her, das kenne ich. Und dann ist aber ziemlich weit unten, Super OS Repository und das kommt von hacktolive.org. Da war ich mal auf der Seite und da habe ich mich gefragt, warum soll ich denn da was runterladen? Warum ist denn das da mit drin? Und hier sieht man auch, was da quasi runtergeladen würde. Zum Beispiel der TeamViewer, warum der von hacktolive.org runtergeladen wird. Oder solche Geschichten weiß ich nicht. Warum zum Beispiel Google Chrome vom hacktolive.org runtergeladen wird. Oder Nero Linux. Oder TrueCrypt anstelle die offiziellen Paketquellen zu benutzen, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich traue den Paketquellen nicht so ganz, die hier sind. Ansonsten wäre das eigentlich ein gutes Betriebssystem gewesen, weil wir haben hier ein GNOME Desktop mit einem, wie man es früher gewohnt war, schönen Menü. Wir haben hier auch ein schönes Docky anstelle des Unity Panels. Und mit dem Docky kann man auch was einstellen und zum Beispiel kann man hiermit auch Zeitgeist stoppen, ne? Das fand ich gut, da habe ich gesagt, ist ja super Sache. Wie gesagt, Synaptik ist schon installiert, alles. Und finde ich ganz gut alles und war wunderbar. Aber wie gesagt, die Paketquellen gefallen mir nicht. Also die müsst ihr selber mal entscheiden, was ihr da wollt. Und im Firefox Webbrowser hier in der Version 8 installiert, was ich auch gut finde, sind halt auch viele Add-ons, die man sich alle mal anschauen müsste, was da alles so zusätzlich an Add-ons drin ist. Zum Beispiel YouTube It oder solche Geschichten oder ein Downloader. Ich weiß nicht, ob sämtliche Plugins für Firefox da okay sind. Die müsste man alle jetzt mal checken. Also vielleicht wäre es eine Möglichkeit, sich dieses Betriebssystem einfach mal anzuschauen als Vorlage, sich selber die entsprechenden Programme zu installieren, dass man ein ähnliches Programm kriegt. Gut. Hier, das hier ist übrigens Conky, das habe ich gleich wiedererkannt. Und das habe ich gleich so modifiziert, dass es hier in meinem Video nicht meine offizielle IP zeigt. Könnt ihr machen mit Steuerung K. Da ich weiß aus meinen Conky-Erfahrungen, dass Conky eine .conky-Datei hat, kann man das dann auch hier abstellen. Da sucht man einfach mit Suchen nach Public und findet dann die öffentliche IP-Adresse
was nicht schlimm ist, wenn die angezeigt wird. Aber hier fürs Video war es natürlich blöd. Ich möchte ja nicht meine öffentliche IP-Adresse hier im Video haben. Also wenn euch das auch stört, die Datei .conky.rc mal modifizieren. Conky kann man starten und so weiter und stoppen mit kill all conky. Schwupp. Mit Conky wieder starten. Da das nicht jeder weiß, hat man hier pfiffigerweise auch dem Programm ein entsprechendes Conky-Programm mitgegeben. Wer jetzt also diese Kommandos nicht kennt, Start Conky zum Beispiel oder Kill Conky, kann das vom Programm aus tun. Gut, also es gibt viele nützliche Dinge hier. Was habe ich hier gefunden? Zum Beispiel, wo war es denn jetzt noch gewesen? Hey, wenn ihr was sucht, dann findet man's nicht. Da war doch was. Hier, Windows WLAN-Treiber. Das dürfte einige interessieren, die Probleme haben, ihren Treiber zu installieren für WLAN, wo es vielleicht nur eine Windows-Installationsdatei, eine Inf-Datei gibt. Und hiermit kann man die dann auch installieren. Indies Wrapper Treiberinstallationsprogramm. Ich selber habe es jetzt nicht genutzt, aber das dürfte für einige Leute interessant sein. Ja. Dann gibt es noch den BUM, den Boot Up Manager, habe ich schon mal gezeigt. Hier gibt es auch eine Boot Reparatur. Habe ich es jetzt so auch noch nicht gesehen. Fand ich auch gut. Einige Leute haben ja Probleme mit ihrem Bootsektor und ähnliches. Letztens hatte ich auch ein Problem damit, kann man damit machen. Partitionierer ist direkt installiert, also hier sind schon eine Menge schöner Programme drin. Deshalb war ich schon geneigt, gut, GIMP hätte man hier noch installieren können, kann man ja nachinstallieren. War ich schon geneigt, das zu empfehlen, aber wie gesagt, dann, hier kommt man auch auf Docky oder kann Docky starten. Kann hier Anwendungen hinzufügen, das ist das mit dem Anker da, ne? Docklets, alle Erweiterungen, kann man viele schöne Sachen machen, rechte Maustaste, Hintergrund ändern, kann man auch wechseln, wenn einem das nicht gefällt, mit alle Einstellungen kommt man auch auf die Systemeinstellung, kann seine Benutzerkonten zum Beispiel ändern, zum Beispiel die Sprache auf Deutsch, aber da gibt es auch ein Symbol bei der Installation. Da kann man gegebenenfalls noch fehlende Sprachen hinzufügen, installieren, mal alle Registerkarten durchschauen. Gut, wie gesagt, hier kann man die normalen Ubuntu 11.10 Einstellungen machen, Datensicherung, DejaDyp und so weiter. Hier verwendet man also quasi ein aktuelles Ubuntu-System und pimpt's auf mit allem, was das Internet hergibt und bemängelte Dinge wie zum Beispiel das Unity kann man hier ersetzen, beziehungsweise ist schon ersetzt. Und man hat auch bei der Installation direkt ein Symbol für Treiberinstallation, wenn man es von der Live-CD startet. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht, fand ich eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, aufgrund der Paketquellen, die da sind, hier finde ich zum Beispiel ganz gut, hier kann man die Lautstärke einstellen, ohne dass man dann zusätzlich noch so Riesendinger vom Banshee oder wie auch immer kriegt, dann kann man das benutzen. Das finde ich eigentlich alles ganz nett gemacht. Aber wie gesagt, weil halt die Paketquellen so ein bisschen mysteriös sind, weiß ich nicht genau, ob ich das machen möchte. Warum man zum Beispiel auch diese Startseite ein bisschen versteckt hat, vielleicht ist es Absicht, vielleicht auch nicht, im Dateisystem mit Steuerung K kann man dort die Seite auch ändern mit Administratorrechten. Ich öffne das mal mit Texteditor und da kann man sich auch nochmal schauen, wo denn das Symbol runtergeladen wird. Ja, gut, das kommt quasi von SourceForge.net, das ist okay. Da habe ich auch schon mal Sachen hochgeladen. Das Logo ist okay. Ob man die Partnerseite irgendwo von Google da übermitteln muss, weiß ich nicht genau. Vielleicht braucht man das, damit man dieses Suchfeld hier
kriegt oder auch nicht, warum da die Partner-ID von diesem Pingui-OS mit übermittelt, weiß ich nicht. Also wie gesagt, da würde ich vielleicht die normale Google-Seite einstellen, mit den Einstellungen, wie auch immer, allgemein die andere Startseite einstellen. Hier zum Beispiel wird die Allgemeinseite gar nicht angezeigt, wo man normalerweise seine Seite einstellen kann, die Startseite. Das hat man vielleicht mit Absicht ausgeblendet, damit man immer auf der Seite bleibt, damit quasi immer die Partner-ID übermittelt wird. Vielleicht verdient Pingui OS somit Geld damit, ich weiß es nicht. Refinanziert sich vielleicht, ist vielleicht auch okay. Aber es gibt so einige Sachen, die mir nicht so gefallen haben beim zweiten und dritten und vierten Hinsehen. Also wie gesagt, die Idee ist gut, vielleicht kann man sich einiges übernehmen. Schaut sich einfach mal in der virtuellen Maschine die entsprechenden Programme an, wie die heißen, installiert sich die selber, baut sich das selber so auf und hat ein entsprechendes System. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.